Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Rally. Ja, hoffe ja, die erste Folge hat euch gut gefallen. Wir sind als Fünfter abgeschlossen und durchgekommen durch die zweite Etappe und jetzt fahren wir hier mit unserem geilen Mitsubishi. Ja, da kommen haarige Abschnitte auf uns zu. Die dritte Etappe der Beaumont Rallye und los geht's. Ja, das ist mein Kumpel Udo online, aber das soll euch alles nicht stören. Wir müssen hier durch den Wald petzen. Ja. Und ich weiß noch nicht, wie es aussieht mit WRC4. Da habe ich schon zwei Folgen aufgenommen, aber immer noch nichts gehört, weil, wie gesagt, den Publisher Big Bang oder Big Ben Interactive, den Publisher gibt es im Internet nicht mehr und ich weiß echt nicht, an wen ich mich da wenden soll. Und ich habe vom Entwickler, ja, das sind übrigens dieselben, die das unsägliche Ride. Nee, das ist nichts, da sollte man mal zurückspulen. Noch ein Stück. Ungefähr bis hierhin, würde ich sagen. Dann werden wir hier mal fortsetzen. So, jetzt kommt die Kiste aber wenigstens rum. Nee, also die das unsägliche Ride produziert haben, wie heißen die? Milestone. Ja, die haben mir noch nicht geantwortet auf meine Anfrage und wahrscheinlich wird es dann kein Let's Play von WRC4 geben. Achtung, blinde Kurve, mittig bleiben. Ja, da fahren wir auch voll in den Zaun. Da kannst du voll in den Zaun heizen mit. Nee, da müssen wir einfach mal schauen. Dann fahren wir einfach zuerst mal hier Horizon Rally fertig. Mit Fast and Furious sind wir ja fast fertig. Und also da kommt nicht mehr viel. Ja, kann ich euch noch sagen. Und hier müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir sind immer noch Erster. Finde ich auch wirklich gut. Ne, jetzt sind wir nur noch Zwölfter. Ja, 2 Sekunden Rückstand, aber egal. Die 2 Sekunden können wir vielleicht nochmal rausholen auf den letzten paar 57% hier. Wie ihr seht, haben wir schon 44% gefahren von der dritten Etappe. Und ich muss sagen, gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, natürlich, ihr dürft nicht vergessen, das ist die Xbox 360. Ne? Und nicht die Xbox One oder die PS4 oder sonst was. Nee. Entschuldigt, dass ich heute nicht so viel bei Stimme bin, aber das ist schon das dritte oder vierte Video, wo ich heute mache und irgendwann hört es dann auch mal auf, lässt es dann auch mal ein wenig nach. Ja, ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen, weil ich würde sagen, jeder, der hier irgendwie Let's Plays macht, wir sind Zwölfter geblieben, haben jetzt schon 3 Sekunden Rückstand, müssen wir was tun, Handbremse, zu weit rauskommen. Ach, ist nix hier. Egal, weiterfahren. Ja, also jeder, der Let's Plays macht und mehrere Folgen am Stück aufnimmt, beziehungsweise mehrere Spiele gleichzeitig laufen hat, ja, der weiß, wovon ich rede. Irgendwann macht die Stimme einfach nicht mehr mit, ja, weil man hier ja doch relativ viel zu erzählen hat und dann muss man sich auch noch nebenher ein bisschen spielen. Oh, da geht es unterm Stein durch. Dann muss man sich ja nebenher auch doch noch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren und, weißt du, die Hecke ist aus Stahlbeton. So, wir haben Plätze gut gemacht, nämlich ganze 2, sind jetzt Zehnter mit 3,6 Sekunden Rückstand, das ist doch eine Maßnahme. Das lässt doch hoffen, auf die letzten paar Prozent, die hier zu fahren sind, auf der dritten Etappe der Beaumont Rally. Und dann natürlich auch auf die vierte Etappe. Oh, da haben wir uns zu weit rausgedreht, aber da müssen wir jetzt keinen Rückblender, da kämpfen wir uns wieder ran mit unserem Mitsubishi Evo. Ja, scharf rechts in leichte Linkskurve, na komm schon. Ja, alles nicht so der Brüller, aber der Evo ist schon geil, muss man ja doch mal sagen. So, und da ist Ziel, Flying Finish oder was, durch und 21. Willst du mich verarschen? Das kann ja wohl nicht sein, da sind wir tatsächlich insgesamt auf den 13. Platz zurückgefallen, vom 5. auf den 13. Hey, Jeans Shorts, Schleck. Naja, so, Beaumont Rally, vierte Etappe, wir müssen hier nochmal einiges rausreißen in der Beaumont Rally, da legen wir auch direkt los, ja, damit wir hier so viel in die Folgen packen, wie es geht, dass wir hier nicht unsäglich viele Folgen haben. Weiß auch nicht, wenn wir es nicht ins Finale schaffen, ob wir das dann alles normal fahren sollen oder so, da könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, je nachdem, wie das bei euch ankommt, dieser Rally DLC.
ja, möchte ich dann das doch von eurer Meinung abhängig machen, ob, wenn wir jetzt beim ersten Mal durchfahren dieser Rallyes, die es da gibt, nicht genug Punkte sammeln können, um ins Finale vorzustoßen, ob wir dann die Rallyes nochmal wiederholen sollen, um genug Punkte zu sammeln, um das Finale anschließend zu fahren. Mein Gott, war das ein Satz. So. Nee, aber das mache ich da von euch abhängig. Wenn ihr sagt, so, du hast nicht jetzt alle Rallyes gezeigt, im Finale kann auch nicht mehr viel kommen, dann lassen wir's. Ja? Und dann geht diese Playlist in die Geschichte ein als beendet. Und wenn ihr aber sagt, nee, dann fahr halt nochmal, bis du genug Punkte hast, weil schließlich wollen wir das Finale noch sehen und vielleicht kannst du uns noch ein paar Autos zeigen, dann mache ich das natürlich. Super, jetzt bleiben wir da, weißt du, direkt im Kies hängen, weil da ist so hoher Kies, ne, da kommt das Auto nicht durch mit seinen 200 PS. Oder wie viel? So, dann müssen wir eben da vorbeifahren. So, jetzt haben wir schon 20% und sind Erster. Erster, haben nicht viel Vorsprung. Nicht viel Vorsprung, nur 0,27. Ich hoffe, dass wir den Vorsprung halten können. Ja, dann sind wir aber auf dem ersten Abschnitt hier wirklich gut gefahren, weil wir jetzt da oben Erster sind tatsächlich. Der Axel Delgado ist ja hier der Rallye-Fahrer vor dem Herrn. Jetzt müssen wir hier mal mit Handbremse. Ach, zu weit gedreht, verdammte Scheiße. Ja. Also ich hoffe, das ist spannend für euch und das gefällt euch auch, weil nicht, dass ihr hier davor sitzt und einschlaft, ne, während ich hier versuche, um Bestzeiten zu fahren. Ja, also da ging es dann mal eigentlich recht gut drumherum, auch wenn wir da im Scheitelpunkt der Kurve ein wenig zu langsam waren, um wieder ordentlich Speed mit aufzunehmen und hier durchzufahren. Ja, und ja, Sprung in mittlere Linkskurve, dann müssen wir ein bisschen anbremsen, dass wir hier nicht schräg springen, weil schräg springen ist scheiße. Ja, weil wenn du schräg aufkommst und alle vier Räder sind in der Luft, dann kannst du weder bremsen noch lenken. Da hilft dir nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen und beten. So, bis jetzt sieht es doch ganz gut aus, auch wenn wir hier jetzt kurzzeitig unter die 100 km/h Marke gefallen sind. Jetzt haben wir 40% rum, da kommt eine Haarnadel. Oh, da kamen wir diesmal aber gut vorbei. Ja, hätten wir auch einfach geradeaus durchfahren können. Und wir sind immer noch Erster, haben unseren Vorsprung sogar noch ausgebaut, um 0,6 Sekunden auf 0,837. Jetzt auf Roland Wacker. Roland Wacker jetzt auf der 2. Ja? Weiß nicht, ob einer von euch Roland Wacker kennt. Ich kenne ihn nicht. Nee, aber ist auch egal. Auf jeden Fall scheint Axel Delgado zurückgefallen zu sein. Ja? Unser Hauptkonkurrent hier in diesen Rallyes. Und ja, haben jetzt die Hälfte rum, sind immer noch vorn. Sind einen sehr guten zweiten Abschnitt gefahren, muss ich mal doch sagen, sonst hätten wir ja unsere Zeit nicht ausbauen können. Ja, Achtung, starke Querneigung hier in dieser Linkskurve, dann müssen wir aufpassen, dass es uns da nicht rausträgt. Ja, in den schönen Wäldern Colorados hier, in den USA. Kuppe, vielleicht kriegen wir einen Sprung hin. Jawohl, da hat unser Mitsubishi den Boden verlassen und zwar zweimal hintereinander. Wir sind immer noch Erster und haben jetzt über 2 Sekunden Vorsprung nach dem dritten Abschnitt. Ja, auch wenn es da das Pferd weghaut, das Auto weghaut wie ein Rennpferd beim Galoppspringen. Ja, wenn nicht aufpasst. So, und rum. Jawohl, schön, die haben wir schön bekommen. Anscheinend fahren wir mit dem Mitsubishi hier wirklich gut. Ist ein gutes Auto, liegt gut. Ist wie für die Rallye gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich wollte euch hier so... Na los, jetzt kommt er nicht mehr. Ah, jetzt haben wir da Zeit verloren. Hoffentlich machen das keine mehr 2 Sekunden. Wir müssen einiges gut machen, ja, damit wir gesamt in der Gesamtwertung doch vom 13. Platz runterkommen, weil wir wollen ja vorne mitfahren hier und nicht irgendwo im Mittelfeld versauern. Ja. Und wie gesagt, also der Mitsubishi ist ein gutes Auto. In der ersten Folge hatten wir ja den Subaru, den Impreza, ja. Den werden wir hier auch nochmal fahren, aber unseren Subaru, weil ich möchte euch ja hier in diesem Rallye-DLC die Ikonen des Rallye-Sports vorstellen. Seht ihr, jetzt sind wir nur noch Zweiter, weil William Flash ist jetzt Erster, da weil wir da am vorhin nicht aus dem Quark kamen, haben wir jetzt 0,2 Rückstand, 16% vor Schluss. Ja, dann müssen wir nochmal was tun, dann müssen wir jetzt nochmal alles rausholen und müssen echt Gas geben, verdammt lang dieses scheiß Teilabschnitt hier, dieser vierte Teilabschnitt. Da weiß man echt nicht, wo das nur hinführen soll. Und jetzt, wow, schönen Gruß an die Stoßdämpfer, ich hoffe, der hat welche. Wenn nicht, sind sie spätestens jetzt in den Innenraum durchgebrochen nach diesem Sprung. Nee, war schön, also passt so, kurz anbremsen hier. So, dann geht's hier dann wieder nach links. No, noch 5%. Nach vorne ist jetzt gleich Ziel. Ich hoffe, dass wir William Flash nochmal einholen können. Hier, wir rasen hier mit 140 wie die Affen durch den Wald.
Ja, und da vorne jetzt leichte Rechtskurve ins Ziel und rein. Und haben das Ding auf dem zweiten Platz beendet. Und das geht eigentlich für diese letzte Etappe, obwohl wir zwischenzeitlich doch Erster waren. Dann müssen wir mal auf Fortsetzen drücken, mal gucken, wie die Gesamtwertung aussieht. Und in der Gesamtwertung waren wir jetzt hier Zweiter. In der Gesamtwertung sind wir wieder vorgekommen auf den achten Platz mit insgesamt 12 Sekunden Rückstand. So, das gibt Kohle. Übrigens viel mehr Kohle als im Hauptspiel, muss ich doch mal sagen. 14.000 Credits hat es jetzt gegeben und 50 Punkte. Ja, sind also noch 260 bis zum Rallye-Finale. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch so machen. Hier in dieser Folge. So, da ist eine nächste Rallye freigeschaltet, die Beaumont Rallye. Haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja 10 Punkte geholt. Ne? Ja, das probieren wir auch. Und dann gibt es die nächste Rallye, werden die Montana Plains. Da der Held des Sieger 15.000 Credits und 60 Punkte. Aber ich würde sagen, wir wechseln mal das Auto, weil ich möchte euch ja doch was zeigen. Ja, wir nehmen... Ja, was nehmen wir? Ja, ich würde sagen... Nee, nicht den Corrado. Das ist übrigens der Breitbau-Corrado, den seht ihr in einer späteren Folge des Horizon Let's Plays. Wir gehen mal in die Werkstatt. Und schauen, ob wir an unserem... ne, da gibt es nur Charge und ja, nur das, was wir dran haben am Bodykit. Ne, weil wir brauchen ja jetzt ein A-Auto und da ist der ja gar nicht so weit davon entfernt von A. Ja, nee. Nee, dann lassen wir die Theke doch alles dran. Heckschürze haben wir sowieso die von Charge. Seitenschwelle haben wir auch die von Charge. So, Reifen und Felgen, Motor, und dann gucken wir mal, da haben wir schon alles drin, Luftfilter ist drin, da könnte man noch was reinmachen, also jetzt Rennkraftstoffanlage, A512 haben wir dann da, Zündung, ja, Rennzündung, natürlich, Software, ja. Auspuff, ja, Sportauspuff, natürlich, den Rennauspuff drunter, A528, jawohl, A590, die Rennnockenwellen und Ventile kommen jetzt noch da rein, jawohl. Neue Rennventile, A577, passt doch, bis auf, so, Turbo, ne, Turbo wollen wir nicht, Bremsen sind drin, Federn, ja, dann müssen wir jetzt die Rallye-Federung einbauen, so, dann sind wir schon auf A580, wenn wir den 3 cm höher legen, ist auch geil, kriegst du 3 Leistungspunkte für 3 cm höheres Auto, so, die Stabis, dann müssen da Stabis rein, und zwar... Sportstabis reichen da, würde ich sagen. Dann brauchen wir keine Rennstabis. Heck ebenfalls. Ja. Ne, Heck machen wir keinen rein. Lassen wir den mal auf A580. Ja. Lassen wir unseren Subi mal auf A580. Ja. Und dann geht's in der nächsten Folge hier weiter bei Let's Play Forza Horizon Rally. Macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann.